Gewaltiges Containerschiff sinkt. Dieser Engel ist aber mal sowas von gefallen. Über 130 Meter lang und 19 Meter breit. Diese beeindruckende Größe hat das Containerschiff Angel, welches unter der Flagge von Palau fährt. Also gefahren ist. Kurz vor der südlichen Küste Taiwans ankert das Schiff, bekommt plötzlich Schlagseite und sinkt. Über 1300 leere Container transportiert der Riese. Knapp 600 davon schwimmen jetzt vor dem größten Hafen Taiwans im Westpazifik. Die anderen knapp 700 konnten rechtzeitig von dem sinkenden Kahn geborgen werden. Die 19 Besatzungsmitglieder konnten sich zum Glück unverletzt retten. Warum das Schiff gesunken ist? Unbekannt. Die größte Gefahr, die von dem gefallenen Engel noch ausgeht, sind die knapp 500 Tonnen Treibstoff, die sich im Rumpf des Schiffes befinden sollen.